Also das muss man erstmal schaffen. Lademonia. Aloha, aloha, aloha. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 mit mir, der Lademonia. Wo läuft er denn rum, der gute Preston Garvey? Denn regnet es nicht. Timpans Bluff hat uns jetzt direkte Mengen zu ihm geschickt. Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Ja, war klar. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Wir fragen weiter. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Okay, das war ja... Ja, machen wir. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Das klingt nach einer Menge Spaß. Cool. Ich gucke mal eben, ob wir die Powerrüstung noch ausbessern müssen. Da muss ich einmal raus. Damit minimieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass mitten in Fight uns da ein paar Teile eventuell kaputt gehen könnten. Das wollen wir ja nicht unbedingt. So. Ja. Dann das. Nein. Was habe ich getan? Zurück. So, reparieren. ST. Ja. Oh ja, gerade unser Torso hat schon ganz schön gelitten. Sehr gut. Nein, nicht dahin. So. Also ich tue mich gerade irgendwie ganz schön schwer mit der Steuerung. Das ist etwas peinlich. Ich sollte vielleicht mal, wie ich gerade sehe, ein Red Away nehmen. So. Ist weg? Ja, ist weg. Speichern wir und gehen wieder in die Rüstung. Ja, so, also wir gehen jetzt... Ja, wohin gehen wir eigentlich? Gehen wir jetzt nochmal zurück zu der Gegend, wo dieses sämtliche Buchstaben aufführende Regionalbüro sich befindet, oder folgen wir der Quest, die wir gerade bekommen haben? Und die Musik geht mir gerade so dermaßen auf den Keks, das kann ich gar nicht wirklich... Da waren wir immer noch nicht, da waren wir auch noch nicht. Untersuche Volt 81. Das klingt doch mal interessant. Das möchte ich gerne mal machen. Aber erst möchte ich noch zu dieser Ortschaft zurück. Und das mit der Quest für die Freiheit, das lassen wir noch eine Weile offen. Man muss ja nicht mal alles sofort machen, gell? Also, würde ich doch mal sagen, was machen wir als erstes? Gehen wir jetzt erstmal zu dem Vault. Mal eben gucken. Was wo ist? Das ist da unten. Das heißt, wir können zur Oberlandstation gehen. Dann machen wir das einfach mal.
Verdammt, ich wollte doch eigentlich zu dem anderen Ort gehen und mir die... Ach, ich bin gerade so verwirrt. Sowas passiert, wenn man 4 Tage hintereinander, bis auf eine ganz klitzekleine, kurze Ausnahme, nicht schlafen kann. Dann wird man total bescheuert im Kopf. So, das wiederum heißt aber... Wir sind jetzt hier. Wir müssen nach Südost. Okay. Also in die Richtung. Nun gut, dann wollen wir das doch einfach mal wagen. Aber wir dürfen echt nicht vergessen, dass wir nochmal zurück müssen zu der Ortschaft, wo wir vorhin waren. Denn da waren doch ganz viele Häuser und ganz viel zu looten. Und das kann ich alles nicht liegen lassen. Das geht nicht. Das wäre ja ungehörig. Aber wir nehmen hier die Blumen mit. Ich brauche dringendst Munition. Da wird rumgeballert. Klingt ein bisschen mehr nach Knallerbsen als nach irgendetwas Ernsthaften, aber... Ich wollte gerade sagen, wo bist denn du? Ich fühlte mich plötzlich so allein. Oh, wir sind in der Nähe. Wir sind ganz in der Nähe. Da hinten ist auch was. Ist das ein Zugang? Da ist eine Ortschaft. Was ist denn das für eine Ortschaft? Kennen wir die schon? Nee, ne? Nein, die kennen wir noch nicht. Aber ich will jetzt erstmal zum Vault. Zumindest so tun, als würde ich mal dahin gehen, wo ich hingehen muss. Auf einem kleinen Umweg natürlich, weil da vorne... Oh, da sind Leute. Das gefällt mir gerade nicht, aber gucken wir mal. Sie schießen zumindest noch nicht auf mich. Na, hallo? Hallo. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Okay. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Ich maluche hier für euch alle, für diese ganze Welt. Hallo. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Das klingt nicht schön. Ich gehe weiter. Der ist verbeult, da kann man nicht rein. Was ist denn das hier? Oh. Oh. Nee, das ist nichts, was ich haben möchte. Das schon eher. Was ist denn hier gewesen? Was? Nein. Nein, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man keine Gartenstühle mehr nimmt. Dass man nicht zu gierig sein sollte. What the f... Was ist denn das da? Auf der anderen Seite wird mir noch gar nicht angezeigt, aber es scheint was Größeres zu sein. Aber da wollen wir nicht hin. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir gucken da gar nicht hin. Wir ignorieren das jetzt einfach, weil das ist nicht unser Ziel. So langsam erschlägt mich die Fülle an Optionen hier. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Wenn ihr mir helft, dann schaffen wir das. Dann bin ich ganz sicher. Besteht die Option auf eine Möglichkeit, eine Eventualität, dass wir das schaffen. Nur, dass ich nicht Bob heiße. Oh, hallo? Wow! Du hast einen neuen Trick gelernt. Eigentlich wollte ich doch nur... Dankeschön. Auf die andere Seite. Oh. Haha, bist du vor den Baum gelaufen? Oh, ich wollte nicht so lachen. Mann, jetzt stirbt endlich! Ist ja unglaublich, was erlaubt ihr euch? Jetzt war ich kurzzeitig aber ganz schön. Mein lieber Scholli, echt, ich gerade immer... Hup, was? 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 Glück, Boxhandschuh. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich von schneller.
Nehmen wir auf jeden Fall. Anziehen noch nicht unbedingt. Ich muss mich erst damit auseinandersetzen, was ich wirklich davon habe. Wo kamen die Jungs und eventuell vielleicht dann doch Mädels denn her? Man wird es nie erfahren. Also wirklich interessiert es mich ja auch nicht. Das war nur der Höflichkeit halber. Ich speichere mal eben ab. Ich habe das Gefühl, Feelings, dass da drin eventuell noch andere Ghule sabbernd auf uns warten. Jetzt regnet's. I fucking hate that. Na, na, na? Ghule? Ghule? Hallo, ich bin jetzt gerade hier irgendwo drin. Hier kann es nicht auch noch regnen. Oh, hier geht es tatsächlich runter. Ist das der Zugang zum Vault? Jetzt bin ich aber gespannt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oh. Nein. Da ist Ende Gelände. Ich bin hier... Wieso richten sie unten? Das ist ein bisschen unlogisch. Und das macht mich auch ein bisschen fuchsig. Ah, wir sind wieder hier in diesem Durchgang, in dem Tunnel. It's a bit tricky. Just a little bit. Okay. Dann haben wir hier jetzt... Was ist das? Wie nennt man das in Amerika? Diese... Wobei, es sieht nicht aus wie so ein Wasserbehälter. Es sieht... Ja, es... Ah, okay. Ihr merkt, dass mein Kopf nicht richtig funktioniert. Mir fehlen oftmals einfach die Worte. Also wenn ihr lieb seid, dann... Oh. Ich dachte eigentlich, okay. Dann schickt ihr mir ganz viel Schlaf. Also Sandmännchen wäre toll. Mit einer doppelten Ladung Sand. Okay. Schlosserhammer. Machete, Vorschlaghammer. Im Moment nehmen wir alles mit. Wir können ja. Schädeldeckenknochen, Schädelaugenhöhle, menschlicher Kiefer. Warum? Wofür? Bäh. Ist bestimmt schwer. Nein, Plastikkürbis wollen wir nicht. Das war jetzt der Grund, warum wir hier hin durften. Okay. Ist sie hier verhungert oder wurde die getötet? Das kann ja noch nicht so lange her sein. Sieht ja noch relativ frisch aus. Naja, egal. Gehen wir wieder raus. Okay, aber wo ist der Vault? Ich habe ja erwartet und im Moment spricht ja dann doch nicht unbedingt alles dagegen, dass wir den genauso vorfinden werden wie unseren Vault. Boah, geht mir dieses Wetter auf den Keks. So, und zwar in diese Richtung. Haben wir jetzt hier alles geguckt? Ja. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal mitten durch die Pampas. Jetzt müssen wir näher an diese komische Stadt ran. Untersuch Volt ein... Oh. Ich, sollte die Waffe wechseln. Inventarwaffen. Eine, die relativ viel Schaden macht. Feuerrate 2 ist kacke. Da ist die Reichweite kacke. 119 auf 26. Wie viel habe ich dafür? 198. Wir nehmen sie. Okay. Oh.
Okay. Nein! Der ging daneben. Ganz toll. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Warum hast du eine Schachtel Zigaretten dabei? Hast du eine Raucherlunge? ja. Naja, heißen Pelze nicht auch Rauchwaren? Hm, just a guess. Just my two cents. Okay. Wir müssen weiter in die Richtung. Aber nein, wir haben die Quest jetzt abgeschlossen. Also muss doch der Vault hier sein, oder nicht? Aber wo? Bin ich jetzt schon wieder blind? Ah, okay. Oh, die sind da unten. Ist da schon wieder so ein Protektron unterwegs? Nee, ist einfach nur ein Scheinwerfer. Okay, da bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Dann ist der Eingang zum Vault da drin. Gehe ich ja mal schwer von aus. Okay. Bin mal gespannt, was uns da drin, sofern wir überhaupt reinkommen, erwartet. Dieser Regen macht mich so aggro. Hey, ihr habt euch fast genauso schön häuslich eingerichtet wie ich Sanctuary Hills für alle meine... Naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Künftigen Freunde, Untertanen oder so eingerichtet habe. Damit sie zumindest... So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, dann habe ich... Hallo, Ipsen. Ich werde jetzt mal etwas tun, was ich sonst nie... Werde ich nicht tun. Ich behalte sie jetzt an. Meint ihr eigentlich, was passiert, wenn ich sie jetzt ausziehe? Die ist pitsche-patsche nass. Dann bin ich auch pitsche-patsche nass und werde krank. Oh, der sieht aber gemütlich aus. Wie sie mich gerade verführen wollen. Mein Zeug auszuziehen. Aber nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. So. Da war ich drin. Da war ich drin. Da war ich drin. Da war ich drin. Kochstation wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, testen wir doch einfach mal, was... uns da drin erwartet, denn uns überhaupt etwas da drin erwartet. Es sieht zumindest so aus, ja? Ja, das ist ein Zugang zum Wald. Ja, wir wollen es mal nicht zu früh holen. Zugegebenermaßen spannend. Seit diesem schicksalhaften Tag bin ich neugierig darauf. Ach ja, du warst ja gar nicht da drin. Oh, kann ich die nicht benutzen? Schade. Das wäre ja jetzt... Boah, das klingt aber nicht gut. Ich halte das für keine gute Idee. Ah, da ist der Eingang. Ne, die werde ich noch nicht aktivieren. Ich gehe erst gucken. Ihr wisst ja. Immer systematisch. Man weiß sonst nie, was einem eventuell entgeht. Die machen das schon absichtlich hier und da gerne tricky. So, aber es ist wirklich... Na gut. Der Knopf muss gedrückt werden. Dann will ich doch die Heldin sein, die dies tut. Bitteschön. Stehen bleiben. Wort 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Hm.
Planeten? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Wow, der klingt ja richtig freundlich und erfreut. Soll das etwa ein Kreuzverhör sein? Das nennt sich Protokoll. Meinst du, wir lassen jeden rein? Denk scharf nach. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Unser Charisma ist nicht besonders toll. Das könnte jetzt nach hinten losgehen, wenn ich das hier nehme. Ich weiß es nicht. Was hätte ich denn davon, wenn ich das frage und das erfolgreich frage? Das ist ja eigentlich die Frage der Fragen. Nee, wir wollen mal nicht so... Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Du kannst mich am Arsch! Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Nee. Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. 3 Stück. Und ich habe nur noch 4. Ich habe... Das ist ja gemein. Entweder ich sag, nö, ihr könnt mich mal am Popo lecken, oder ich sag, ja, habe ich schon erledigt. Die beiden sind ja im Grunde das gleiche, nur in grün. Will ich die echt abgeben? Wofür? Boah, das ist aber Scheibenkleister. Schon erledigt. Ich habe zufällig genau das, was ihr braucht. Nein. Gut, wenn das so ist. Herzlich willkommen. Ich werde euch alle erschießen. Und wir treffen uns am Eingang. Ich werde euch erschießen. Ihr kriegt meine Kerne nicht. Bringt die Fusionskerne zu Aufseher McNamara. Und da war noch irgendwas. 2 Quests. Ey, ich muss doch jetzt nicht ernsthaft 3 meiner 4 Kerne abgeben. Und der letzte Kern, den ich dann noch habe, den breche ich dann gleich selber an, weil meiner ist nämlich... Muss ich da jetzt auch noch hinlaufen? Was ist denn das für ein Service dafür, dass ihr 3 Kerne von mir wollt? Ich glaube, das hakt. Sehr dubios. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Für mich wird es jetzt gerade erst so richtig spannend. Aber wir wollen den Spannungsbogen schön weit oben halten und etwas strecken. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock auf mehr habt, schaltet ihr einfach ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt Let's Play Fallout 4 mit mir, der Lademonia. Und dann werden wir rausfinden, ob ich sie einfach alle töten kann und dann meine Fusionskerne behalte. Drin bin ich jetzt auf jeden Fall. Naja, man wird sehen. Bis dann. Ciao, ciao.